So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, eine neue Folge Unboxing. Adi ist auch am Start, der liegt aber gerade in der Badewanne. Das sieht ungefähr so aus. Der hat da seine Hände zum Brot gefalten. Brot! Die neue Wrestle Crate UK Box auspacken. Die kam, ja, die kam. Und diesmal ist kein Sticker drauf. Das finde ich richtig toll. Letztens war da irgendwas vom Zoll drauf. Das erste Mal habe ich nicht gekannt, wusste nicht, was das ist. Da gab es erst riesen Ärger. Dann hat sich alles geklärt. Es war komplett sinnlos. Man hätte es einfach ignorieren können. Ignoriert also immer Rechnungen, wenn ihr welche bekommt. Meistens ist das eh egal. Und wenn, dann schreiben die euch ja nochmal an und sagen dann, wie doof ihr seid. So. Wir machen das jetzt hier auf. Gucken mal, was hier drin ist. Da sehe ich schon ein super T-Shirt. Eine super DVD, aber ich will mich erstmal hier durch das, was ist das hier, durch den Papierkram. Wir haben nämlich eine Autogrammkarte von Mick Foley. Was habe ich damals als Kind immer die Mick Foley DVD gehabt hier, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. The Very Best in Schlechtes auf Mick Foley mit zwei DVDs, wo du auch immer so Bonusmaterial dabei hast, wie der als kleiner Junge von seinem Garagendach gesprungen ist. Das fand ich richtig cool. Mick Foley, Hardcore-Legende, Cactus Jack, Dude Love, Mankind. Und irgendwann gab es dann auch die, dieselbe DVD nochmal, aber in der Extreme Edition, wo noch eine dritte DVD drin war, wo dann die neueren Matches dabei waren, wie das WrestleMania-Match gegen Edge, durch den brennenden Tisch gespeert, Stacheldraht, sonst was, Randy Orton, Reißzwecken, alles dabei. Jetzt also hier dieses Autogramm von dieser Legende, ohne Zähne, die ist ihm ja rausgefallen, als er auf den Stuhl geprallt ist, ne? Das war lustig, da haben wir gelacht. Dann haben wir als zweites noch, oh, Pupsi, guck mal weg, ne? Dann haben wir als zweites noch ein Autogramm von Maria May. Klingt wie eine Schlagersängerin. Guckt euch die mal an. Maria May. Yo, wenn ihr die über euer Bett hängt, dann ist aber eine gute Nacht angesagt, ne? Ne, kenne ich gar nicht. Wer soll denn das sein, ne? Maria May. Und dann hier auch noch ein X und ein Herz. So, da schreibe ich jetzt auch immer. Das ist Maria May. Leg mal hier rüber. Die hat sogar eine größere Autogrammkarte als Mick Foley selber. Dann haben wir hier wieder ein Monat freies Wrestling on Stream Demand irgendwas. Over the top Wrestling on Demand. OttonDemand.com, 1 month free. Use code WrestleCrate1. I'm gonna fight them all. 8-year anniversary. Halloween Slam live in Derry, Northern Ireland, also selbst die gehen auch nach Nordirland. Hab da immer so dabei, kann man auch sammeln. Ich habe bisher noch nie so einen Code eingelöst. Ich weiß gar nicht, wenn ihr auf die Seite geht, ottondemand.com und dann den Code WrestleCrate1 eingebt, ob ihr als riesen Wrestling-Fan dort auf der Seite dann also kostenlos alles gucken könnt, einen Monat lang. Von dieser Wrestling-Promotion und ob das jetzt jeder mit dem Code kann oder der nur einmalig einlösbar ist, aber jeder, der die Box hat, hat auch den Code WrestleCrate1 drin, oder? Oder hat einer WrestleCrate 2 und einer WrestleCrate 3? Dann bin ich der einzigste Kunde bei WrestleCrate und habe deswegen immer WrestleCrate 1. Dann hat man schon mal Werbung sogar für das nächste, für die nächste Box. Jake the Snake Roberts, Exclusive T-Shirt inside Oktobers WrestleCrate UK Box. Also in der nächsten Box gibt es ein T-Shirt von Snake the Jake Roberts. Ist für die Legenden und die älteren Veteranen natürlich super cool. Ich brauche jetzt nicht unbedingt ein T-Shirt von Jake the Snake Roberts, aber das wäre wieder ein potenzielles T-Shirt wahrscheinlich, was ich meinem Onkel schenken könnte, vielleicht zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu sonst was, weil es eben aus der früheren Zeit ist, wo er es direkt geguckt hat. Obwohl kommt drauf an, wie das T-Shirt aussieht. Wenn das Design gefällt, ist eigentlich egal, wer da drauf ist. Dann ist natürlich hier noch eine DVD drin, The Outsiders Shoot Interview.
Kevin Nash und Scott Hall. Ich habe bisher auch noch keine DVD geguckt, die liegen alle rum, die sammle ich erstmal. Wenn Hannes dann kommt, da wollte ich ja mal ein paar aufmachen und gucken, dann wollte ich dem Kevin noch eine schicken. The team that jumpstarted the Monday Night Wars and were the heart and soul of the NWO. Two of the biggest stars in wrestling history in the first ever shoot interview. So, das für Outsiders-Fans, für NWO-Fans, für Kevin Nash-Fans, für Scott Hall-Fans, ne? Eine DVD und das T-Shirt ist natürlich auch noch dabei. Das diesjährige, das diesmonatliche. Es war ja bekannt, dass ein Mick Foley-Artikel dabei ist. Obwohl, ich glaube, da stand schon dabei, dass ein Mick Foley-Autogramm dabei ist. Früher stand da einfach nur drauf, ein Artikel von Jake the Snake Roberts in der nächsten Box. Und du wusstest nicht, was es ist. Ist es eine DVD? Ist es ein T-Shirt? Ist es eine Autogrammkarte? Da war das irgendwie noch mit ein bisschen Überraschung verbunden. Da stand aber direkt bei der letzten Mick Foley-Autogrammkarte. Hier steht direkt Jake Snake the Roberts T-Shirt. Finde ich schade, ich hätte mich gerne überraschen lassen. Aber was ist unser T-Shirt heute? Wir haben dieses T-Shirt und ich sehe nicht, was da drauf ist. Ihr seht es vielleicht. Da steht Lariato. Lariato Clothesline 1978 Lariat. Ja, aber ja, Lariat. Eine Lariat, also eine Lariat ist eine Clothesline, aber wieso Lariato? Ich weiß es nicht. Das ist also kein T-Shirt von einem bestimmten Superstar oder einem bestimmten Wrestler. Das ist ein allgemeines T-Shirt, einfach voll in die Schnauze. Guck dir das an. Eine Lariat. Finde ich auf jeden Fall sehr speziell. Die Farbe, dieses Motiv. Gefällt mir trotzdem sehr gut. Das würde ich zum Beispiel nicht weggeben. Das würde ich unbedingt behalten. Das gefällt mir richtig gut. Beim Jake the Roberts müssen wir mal schauen, wie das wirklich aussieht. Aber damit könnte ich bestimmt meinem Onkel eine Freude machen. Seid ihr Wrestling-Fans? Wie findet ihr das T-Shirt? Wie fandet ihr den Inhalt? Gefühlt war diesmal fast wenig drin, aber dafür zwei Autogrammkarten. Aber dafür haben wir nicht so einen Anstecker oder irgendwas. Was war in der größeren Box? Hier steht ja auch immer drauf, die Unterschiede von der kleinen zur großen. Mick Foley Autogramm für alle, Lariato Exclusive T-Shirt für alle, Outsiders DVD für alle, Mariah May Exclusive Autograph für alle, One Month of Odd on Demand für alle und in der großen Box war noch ein Digit Ring Ropes Wristband, also ein Schweißband von Digit. Ein Digit Ring Ropes Wristband, ein Inside the Ropes Label Pin. Also so ein Anstecker wieder und Non-Friction Art Zein, also ein Magazin, aber nicht ein Magazine, sondern ein Artzin, ein Kunstmagazin, ein Non-Friction Kunstmagazin. Joa, mir reicht das so wie es ist, mir kommt es eigentlich immer auf das T-Shirt und die DVD an, Autogrammkarten, muss ich mal gucken, die Dame darf ich eh nicht aufhängen, obwohl... Noch bin ich ja hier alleine in meinem Schloss, da kann ich ja das da hinten an... Ne, da ist das in Handtücher. Adi Schatz, alles Gute, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Adi. Du hast Hunger, gell? Adi Schatz, Adi, Adi, Adi. Tschüss.